Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, brandneuen Ausgabe von Promi-Geflüster. Und heute haben wir wieder eine liebe Schauspielerin im Gespräch. Und ich sage einfach mal Hallo und herzlich willkommen, die Lara Mandoki. Grüße dich. Wunderschönen guten Tag. Guten Morgen. Oder guten Morgen in dem Fall, genau. Als wir uns verabredet haben, ist es 10 Uhr. Genau. Ist es für dich so der Tagesstart üblich oder bist du eher, wenn wir dich jetzt gerade so fragen und überfallen, eher doch eine, die, wenn es sein muss, einmal länger schläft? Also beim Drehen ist es meistens eher so 5 Uhr. So gar nicht meine Zeit ist, weil ich eher ein Nachtmensch bin und kein Tagmensch. Aber ich bin, heute habe ich auch noch ein Casting am Nachmittag und noch ein anderes Interview und so und dann ist das für mich 10 eigentlich eine super Arbeitszeit. Wenn wir jetzt um 8 gestartet hätten, wäre ich so, wenn ich nicht muss, weil ich halt eben beim Drehen immer so wenig, also so früh aufstehen muss, bin ich ganz froh, wenn ein bisschen später anfängt. Sehr gut, sehr gut. Ja, also wir haben es gerade mal kurz durchgegangen. Eigentlich sind es jetzt so ganz aktuell 4 Projekte, über die wir sprechen können, die aktuell sind bei dir. Glaube ich, ganz aktuell ist jetzt ein Kinostart gewesen, der über die erfolgreiche Pop-Duo Milli Vanilli geht. Der Titel Girl You Know Is True, das war natürlich der Erfolgstitel von den beiden. Da bist du zu sehen im Kinofilm, dann wiederum im Fernsehen, ARD, ZDF. ARD steht als nächstes gleich im neuen Jahr an, wenn der Papa auf der Matte steht. Da spielst du eine Tochterrolle. Es sind ja 3 Töchter, da können wir gleich nachher ein bisschen erzählen. Und natürlich auch wiederum der erfolgreiche Krimi aus dem Erzgebirg. Erzgebirge, genau, Erzgebirgskrimi, so heißt's im ZDF dann wieder. Das wird dann Ende Januar dann ausgestrahlt. Also ganz gut dabei. Und nicht zu vergessen, über Streaming auch Das Boot. Wo fangen wir an? Das Boot. Ich glaube, das ist so eine gängigere Rolle. Ganz kurz nur, damit das seine Richtigkeit hat. Die also der Kinostart von Girl You Know It's True ist der 21. Dezember. Das ist noch nicht im Kino. Aber wir hatten Premiere sehr präsent schon. Deswegen ich war auch kurz verwirrt, weil normalerweise hat man Premiere in der Woche, in der man startet. Das wäre jetzt in dem Fall anders. Also gut, Premiere war schon, aber der offizielle Kinostart 21. Dezember. So haben wir es richtig, ne? Genau. Okay, gut. Also. Wir können gerne mit dem Boot starten, vielleicht einfach in der chronologischen Reihenfolge bleiben, weil das Boot ist ja. Alles klar. Nicht einmal was durcheinander bringen, ne? Das Boot. Also, ich sage mal, wir kennen es ja wahrscheinlich noch, es geht immer noch um das U-Boot, was man von früher her noch kennt, oder? Mit Jürgen Prochnow einst. Genau, also im weitesten Sinne das Boot, die Serie, wir haben jetzt, also ich komme in der 4. Staffel erst dazu, ist fiktional im Grunde genommen und ist auch, was die historischen Ereignisse anbelangt, im Rahmen aber freier. Und meine Figur, die ich spiele in der 4. Staffel, ist, es gibt einen sehr großen Berlin-Strang in der 4. Staffel, also da sind wir jetzt gar nicht mehr so sehr nur auf dem Boot. Und meine Figur ist eine Mischung zwischen Monika Röck, der Propagandaschauspielerin von Goebbels, und Leni Riefenstahl. Und ist eine der 3 Frauenfiguren neben Anna Schutt und Rosalie Thomas, die da mitspielen. Und war eine sehr, sehr spannende Arbeit, weil es natürlich, also ich meine, es ist natürlich ein Mädchentraum, in diesen Wahnsinnskleidern da historisch zu drehen, ist natürlich großartig, aber die Figur selber war irrsinnig spannend zu arbeiten, dass aber eine Nationalsozialistin ist, die nicht in diesen Kategorien Heilige oder Hure oder Opfer oder so läuft. Also wie man normalerweise Frauen wollen und auch die Wahrnehmung der Frauen im Dritten Reich so beschreiben würde, denke ich. Sondern sie ist einfach eine Opportunistin, die ganz im Sinne der Männer oder in der Art der Männer zu der Zeit auch gehandelt hat. Und ja, es war eine sehr spannende Arbeit und ich finde auch, die 4. Staffel ist sehr sehenswert, selbst wenn man die anderen 3 Staffeln nicht unbedingt gesehen hat, weil jede Staffel ist eine eigene abgeschlossene Geschichte. Okay. Und die Ursprungsidee ist natürlich der Film, das Boot, aber es ist eigentlich auch einfach eine sehr gelungene und sehr bombastische Serie über den Zweiten Weltkrieg. Die wir hoffentlich so nie wieder erleben. Also das Krieg
ist nicht gut, nicht wirklich. Genau. Aber man muss drüber reden und das Ganze eben in so einer Erzählung, denke ich mal, passt ganz gut. Wann ist die Serie zu sehen und wo? Auf Sky. Mhm. Ich schätze mal in der weiteren Auswertung dann auf ZDF nächstes Jahr. Und ab Anfang Oktober, Ende September, also Binge-Watchen an Weihnachten, würde ich sagen. Okay, sehr gut. Ja, wunderbar. Und dann, wenn wir chronologisch sozusagen weitermachen, dann kommen wir, glaube ich, zum Kinofilm Girl You Know Is True. Wie gesagt, wir haben es schon erzählt, es geht um die Milli Vanillis. Also, chronologisch bleiben, es gibt einen sehr, sehr schönen Erzgebirgskrimi, der jetzt noch in der Mediathek ist, Familienband. Okay, Entschuldigung. Ja. Da hatten wir Ausstrahlung Anfang November. Das hat eine unglaublich tolle Quote, was mich sehr gefreut hat bei diesem Film, weil der, es ist ein sehr spannender Thriller, der aber auch sehr politisch ist und ein paar Themen anfasst, die nicht so einfach sind. Und ich finde den Film sehr gelungen und sehr sehenswert. Das ist der absolut beste Erzgebirge, den wir gemacht haben. Mhm. Und der ist auf jeden Fall, wenn er verpasst hat, auch noch in der ZDF-Mediathek. Alles klar, ja, also unbedingt. Peter Schneider, also ganz tolles Ensemble auch. Sehr gut. Nee, also grundsätzlich seid ihr mit den Erzgebirgskrimis ja generell sehr erfolgreich. Also ich glaube, bis zu 8 Millionen geht es da hoch und teilweise noch mehr, wenn man die ganzen Streaming da wieder zunimmt. Mit Mediathek zusammen 8,4 Millionen, glaube ich. Wahnsinn. Ja, nee, Glückwunsch. Hoffen wir, dass der neue Ende Januar dann auch wieder so einschlägt. Ne? Genau. Ja, jetzt kommen wir ins Kino. Ne? Jetzt kommen wir ins Kino. Kommen wir ins Kino, genau. Ja, Kinofilm, der kommt, wie gesagt, dann zu Weihnachten, läuft er an und die ganze Popgeschichte von Milli Vanilli und Frank Farian und drumherum, alles wird da, glaube ich, so mit reinverpackt, oder? Also, es ist ein Kinofilm von Simon Verhoeven und Simon ist ja wahnsinnig erfolgreich in sehr, sehr guten, sehr klugen Unterhaltungsfilmen, die aber... Ich finde, ihm gelingt einfach diese Brücke zwischen Unterhaltung, so dass es wirklich jeden erreicht und dass es wirklich sehr erfolgreich ist und trotzdem seinen Anspruch an meistens character-driven Geschichten gerecht zu werden. Und dadurch ist er einfach einer der erfolgreichsten Filmemacher unseres Landes. Und das ist ihm jetzt bei Milli Vanilli, finde ich, auch wieder gelungen. Also ich finde, die Geschichte selber gibt viel her, aber man kann es so oder so erzählen. Und es ist ein wahnsinnig spannendes und sehr, sehr unterhaltsames und buntes, macht sehr viel Spaß, Kinoerlebnis geworden. Über eine Zeit, Munich Disco, Frank Farian, wie schon erwähnt, und eine musikalische Ära, die es so einfach nicht mehr gibt. Und ich finde den Film, auch was Family Entertainment anbelangt und auch gerade, weil es ja auch an Weihnachten kommt und so, absolut sehenswert und sehr, sehr schön. Ja. Wann bist denn du mit der Musik von Milli Vanilli in Berührung gekommen? Oder? Nee, ich bin ein bisschen zu jung für Milli Vanilli. Ja. Nee, aber den Titel, der läuft ja immer noch rauf und runter irgendwo. Ne? Den hört man immer wieder. Ja, ich meine, ich habe natürlich nochmal durch meinen Vater einen anderen Bezug zu Munich Disco und Frank Farian. Ja. Und bin ja auch Münchnerin. Und dadurch habe ich natürlich, was diese ganze Zeit anbelangt, habe ich einen emotionalen Bezug dazu, aber es ist absolut nicht mehr meine Musik, also dafür bin ich einfach zu jung, aber ja, ich kenne es nicht. Ganz klar, logisch. Aber man kann sich wieder dran gewöhnen, irgendwo ein Stück weit, oder? Nee, was heißt gewöhnen? Also es ist einfach Teil einer Zeit und einer Ära und ist trotzdem sehr gut produzierte Musik. Mhm. Damals eben, genau, richtig. Ja. Sehr schön. Also da bitte unbedingt ins Kino gehen, liebe Freunde, dann hat er auch was davon. Und dann wird natürlich auch, wie gesagt, das ZDF und die ARD noch von dir sozusagen bespielt. Also da geht es jetzt vielmehr drum, um die Väter, wenn der Papa plötzlich auf der Matte steht. Eine ganz tolle Komödie. Ja, und die Töchter entsprechend. Der Film ist so gut, wie schlecht der Titel ist. Gab es echt Streit mit dem Redakteur, weil wir alle gesagt haben, der Film ist tatsächlich so gut geworden,
dass man ihm so einen Scheiß-Titel gibt, ist wirklich scheiße. Ärgert mich Okay. in der Kommunikation, weil ich mich jedes Mal irgendwie die Gedärme zusammenzieht, wenn ich diesen Titel höre. Der Arbeitstitel war Vätertage, was ich sehr viel schöner fand. Ich finde den Film unglaublich gelungen. Es ist ein Porträt von drei Frauen, so Ende 20, die, und ihren Vätern. Diese drei Frauen und diese Väter spielen alle einen Teil der unterschiedlichen Teil der Gesellschaft, kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Und es ist ein sehr, sehr guter auch Familienfilm geworden. Und ja, meine Figur ist eine scheiternde Schauspielerin in Berlin, die einen gescheiterten Rockstar-Vater hat, der dann kommt und da aufräumen will, was natürlich scheitert. Genau. Ja, ich singe auch in dem Film. Ich war auch im Tonstudio und habe einen Song dafür aufgenommen. Ja, also ich finde, dieser Film, wenn man jetzt mal, also das Schlechteste an diesem Film ist der Titel. Ansonsten macht er, finde ich, wahnsinnig viel Spaß und hat aber auch einen sehr schönen Anspruch. Genau. Und meint die anderen beiden Väter, die haben auch so ihre Probleme mit ihren Töchtern. Da wollen wir jetzt noch gar nicht zu viel verraten. Einfach, wie gesagt, am 12. Januar läuft der in der ARD im Freitagsprogramm. Hat er den Obertitel, im Moment, wie heißt es wieder? Vätertage. Ja, nee, Freitag im Ersten. So, das ist so unter der Rubrik. Da kommt es dann mit rein. Genau, richtig. Ja, also da denke ich mal, gibt es einiges zu schmunzeln, aber auch ja, zu lernen vielleicht, wie auch immer. Man wird sehen. Und dann haben wir noch den Erzgebirgskrimi wiederum, der auch wieder Spannung für Spannung sorgen wird. Ja, in dem Film geht es im weitesten Sinne um Drogenmissbrauch dort im Erzgebirge, also das die Grenzregion im Erzgebirge, aber auch da in der Oberpfalz, also auf der bayerischen Seite. Es hat ein wahnsinniges Problem mit Meth vor allen Dingen und überhaupt einfach illegale Drogen, die dort an der Grenzregion reinkommen, auch illegale Prostitution, Zwangsprostitution und so weiter. Und darum geht es in unserem Erzgebirge, den wir als nächstes machen. So ein bisschen. Maria Simon ist bei uns. Genau, ich habe den Film leider noch nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt über das Endergebnis gar nicht so viel sagen. Nur von dem Drehbuch. Okay, da lassen wir uns einfach mal überraschen und ich denke mal, wie gesagt, ein Erzgebirgskrimi, der läuft auch, glaube ich, irgendwann, ich schaue gerade nochmal, 27. Januar, ganz genau, an Samstag, ganz klar. Ja. Also da ist der Januar schon ganz gut wieder ausgebucht. Dann haben wir sozusagen auch das neue Jahr. Da fragt man sich natürlich immer wieder, was wünscht man sich? Wie sind so die Zukunftspläne? Was steht da bei dir so im Haus für 2024? Also ich habe eine ganz tolle Ausstrahlung von einer Arte-Serie, die ich gemacht habe, in der ich Hedwig Höss spiele. Das ist die Frau vom SS-Lagerkommandanten Rudolf Höss. Haben wir auch in Auschwitz gedreht. Das kommt im Mai. Das ist ganz spannend, ein bisschen zu relevant für die Zeit jetzt. Okay. Es wäre mir lieber, es hätte nicht so eine Wichtigkeit oder Bedeutung jetzt. Aber ich glaube, das ist eine sehr sehenswerte Serie, die da kommt. Und ansonsten drehe ich von Ende Januar bis Ende Februar noch einen Erzgebirgskrimi, dann dazwischen ein Kinofilm, so eine Stasi-Geschichte. Ich drehe ja wahnsinnig gern historisch, deswegen freue ich mich immer, wenn ich drehen darf. Und danach noch ein Erzgebirgskrimi und dann ist ein bisschen abhängig auch von dem Casting heute Nachmittag, wie es dann weitergeht. Okay. Ja, sehr schön. Also da sieht man, du bist gut im Geschäft, das ist auch gut so. Und da kommt einiges auf die Zuschauer zu und deine Fans im Jahr 2024. Wenn ich jetzt gerade hier so ein bisschen Wikipedia noch offen habe, also ich denke mal, viele meiner Zuschauer, auch gerade der älteren Zuschauer, kennen dich aus Sturm der Liebe, wo du ja lange dabei warst. 2012 war da, glaube ich, dein erster Einsatz. Da war ich da dabei. Bitte?
3 Monate war ich da, also lange 3 Monate, ja, okay. Ja, das ist schon eine lange Zeit, wenn man da täglich über den Bildschirm flattert sozusagen, ne? Und natürlich auch eine gute Ausbildung genossen hier an der Schauspielschule in München und auch in Los Angeles, gell? Mhm. Was hat Los Angeles dann nochmal was Besonderes, wenn man da seine Ausbildung noch genießen darf, im Gegensatz? Ja, so dass wir in Deutschland werden wir sehr klassisch fürs Theater ausgebildet, aber gar nicht für Film. Und das ist ja so, dass Filmschauspiel und Theaterschauspiel sind schon zwei unterschiedliche Handwerkzeuge. Mhm. Und mich hat Film immer etwas mehr interessiert, beziehungsweise ich wollte Film einfach unbedingt machen. Okay. Und nachdem ich halt nur fürs Theater ausgebildet war, bin ich halt nach LA gegangen, um einfach auch Filmschauspiel zu lernen. Mhm. Und es war eine sehr schöne und sehr spannende Zeit. Und ich habe ja auch in Amerika ein Jahr gelebt während der Schulzeit und so weiter. Und habe schon sehr engen, also Bezug zu dem Land. Und es hat mich sehr, sehr geprägt. Da leben würde ich halt nicht wollen. Das nicht. Also auch keine Filme mal da drüben machen. Hollywood oder so hat nicht... Das ist ja was anderes als dort leben, oder? Ja, schon klar. Aber ich meine, so für so eine Serie hätte es drüben keinen Platz gegeben, oder? Ich will jetzt nur nicht dort bleiben, sozusagen. Ja, ich bin einfach dazu zu europäisch. Okay, sehr gut. Ja, klar, das ist die eine Sache, die Ausbildung. Und natürlich bringt es natürlich, denke ich, einem auch wieder einen ganz anderen Stellenwert dann hier in Deutschland bei den Filmen machen, oder? Schauen die da auch drauf? Nee. Vom Werdegang? Nee, ich glaube, es ist einfach, das ist eher so eine persönliche Geschichte, ob man, dass man sich so, also dass man für sich halt seinen Handwerkskoffer irgendwie baut. Okay. Ja, Theater hast du natürlich auch gespielt, aber ich glaube, Filmfernsehen ist immer noch für dich jetzt wieder wichtiger oder würde auch eine Theaterrolle mal wieder reinlaufen? Total gerne, auf jeden Fall. Es ist, ich würde sehr gerne wieder Theater spielen. Es tut doch gut, immer wieder sich da, man sagt ja, freispielen. Also, das ist einfach ein bisschen, man ist natürlich freier und Film handelt ja auch sehr viel von Wiederholungen und auf Position sein. Insofern sehr, sehr gerne. Es ist jetzt tatsächlich so, dass ich zum Glück, muss man ja sagen, eigentlich, einfach keine Zeit hatte, weil ich zu viel gedreht habe. Dann kommen wir jetzt mal noch zur ganz privaten Frage. Weihnachten steht vor der Tür. Das haben wir auch, das große Fest. Wie wird bei dir Weihnachten gefeiert? Was sind so deine Rituale oder wie geht's bei dir zur Sache? Wir sind eigentlich alle immer zu Hause bei meinen Eltern im Schammelder See und es ist halt so, dass, also es ist meistens so, dass dann halt irgendwie alle Freunde und so zusammen, also nach Hause kommen und man dann halt so ein bisschen, ja, einfach mal wieder zu Hause ist für ein paar Tage. Also schön mit Familie, traditionell, ja. Genau. So wie es eigentlich üblich ist, genau. Ja. Mit Ungarn, was gibt es da noch für einen Bezug? Gibt es da auch noch Familie oder zieht es dich da auch noch hin? Ist ja meine Muttersprache Ungarisch und ich bin viel in Ungarn. Familie haben wir nicht mehr da, aber ich habe auf jeden Fall Freunde und versuche schon viel in Budapest zu sein. Also Budapest ist eine tolle Stadt und ich bin schon, wenn ich Zeit habe, alle 2 Monate bin ich schon da. Okay. Aber hat es irgendwie auch schon mal Dreharbeiten in Ungarn gegeben? Gab es da auch schon mal Möglichkeiten? Ja, ich habe viel in Ungarn gedreht für internationale Projekte. Aber okay. Vor allem für ungarische Sachen habe ich nicht gedreht, aber internationale Projekte wie diese HBO-Serie, die ich gemacht habe, The X Company oder Vienna Blood und so. Okay, sehr gut. Wunderbar. Dann denke ich mal, haben wir doch schon ein bisschen was über die Lara Mandoki erfahren. Und ja, na, kann ich dir nur viel, viel Erfolg für die bevorstehenden Projekte wünschen. Für 2024 natürlich alles, alles Gute, dass alles so in Erfüllung geht, wie es du dir wünschst. Dankeschön. Und
Vielleicht sieht man sich ja auch irgendwo mal bei einer Kinopremiere, wie auch immer. Würde mich freuen, auf jeden Fall. Dann unbedingt melden und wie gesagt, wenn es neue Sachen gibt, auch dann gerne, gerne weitermachen. Ne? Vielen Dank fürs Interesse und alles, alles Liebe. Frohe Weihnachten. Genau. Und guten Start und guten Rutsch ins neue Jahr dann sozusagen. Ne? Genau. Wunderbar. Dankeschön. Danke auch. Tschüss. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.